und Odnina. Huh? Also O, D, also großes O. Das ist der Discord. Hallo, willkommen zurück. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Das war ein schöner Einblick in was auch immer hier gerade passiert ist. Wunderbar. Herzlich willkommen zurück. Hallo Manu, schön, dass du auch da bist. Weiter geht's mit unserem Programm. Wir haben es ja schon angekündigt, dass wir euch jetzt reinspickeln lassen in einen Workshop. Den könnt ihr ja auch komplett nebenher auf dem anderen YouTube-Kanal verfolgen. Wir zwei werden die jetzt aber besuchen und mal gucken, was die da so veranstaltet haben in meinem Test. Wenn das mit der Technik alles klappt. Wenn das mit der Technik alles klappt. Aber wir wollen ja nichts verschreien. Erstmal muss ich hier mein Dandy-Headset aufsetzen. Dandy? Ja, das ist spannend. Es fühlt sich anders an als zu Hause, weißt du? Jetzt hast du doppelt verheadsetet. So, und dann werde ich mich mal in Richtung Main Room begeben und ich hoffe, dass nicht allzu viele Leute gleichzeitig reden. Und dann gucken wir mal. Gut, dann wechsle ich auch mal rüber. Hallo! Ich hoffe, ihr könnt uns hören. Ja, können wir. Wunderbar. Willkommen. Ich muss noch einmal gucken, dass es mit dem Mikrofon ordentlich ist. Ja, wir sind gerade aus der Gruppenarbeit zurück, wieder hier in den Hauptraum. Genau. Oh, ja, irgendwie ist eine Rückkopplung drin. Ja. Sitzt du mit jemandem in einem Raum? Jetzt ist es raus, nein. Okay, also nur Manu darf in den Discord, weil sonst rückkoppel ich. Okay, dann mute ich mich mal eben. Aber mich hört ihr gut, oder? Ja, alles gut, ja. Wunderbar. Gut, ich bin sehr gespannt, was ihr gemacht habt. Vielleicht sagt ihr erstmal noch ein paar Takte zu euch und was für einen Workshop ihr veranstaltet habt. Ja, das ist der Workshop Story World, wo wir in Mindtest so eine Text-Adventure-Struktur anlegen. Also wo man in Mindtest auf verschiedenen Ebenen verschiedene Storyteile anlegt jetzt mit den Teilnehmern und später dann auch bereisen kann. Und der Trick dabei ist, dass man die Verzweigungen, die es bei Text Adventures ja gibt, über so Teleportstationen macht. Die sind hier als Telefonzellen dargestellt. Ihr habt auch das Recht und könnt da auch mit reisen. Und die Telefonzellen sind immer die Knotenpunkte von verschiedenen Geschichten. Wir haben uns eine ganz einfache Struktur der Heldenreise ausgesucht. Und es gibt quasi den Ruf, also den Anfang, wo wir gleich hingehen, in zwei Gruppen. Und dann gibt es quasi eine Aufgabe, einen Konflikt. Und in unserer Gruppe haben wir dann da schon zwei Enden gemacht, weil wir nur so wenig Zeit haben. Man kann dann noch verschiedene andere, man übertritt eine Schwelle von der einen Welt in die andere. Und das haben wir ja versucht, mit ganz einfachen Sachen in der kurzen Zeit abzubilden. Spannend. Macht ihr das immer in Mindtest oder ist das jetzt bedingt durch das digitale Festival, dass ihr das hier in dieser virtuellen Umgebung macht? Das Grundkonzept Story World, das gibt es das ist eigentlich unabhängig erstmal der Plattform. Das kann man in Minecraft, man kann es in Red Room, also ein anderes drüber, was wir zum Beispiel auch anbieten. Jetzt, rein textbasiert. Genau, rein textbasiert. Also theoretisch kann man auch natürlich, da hat man so richtig klassisch Twine, wo man das richtig machen kann. Und genau, hier nutzen wir im Prinzip was aus, was eigentlich nicht dafür gedacht ist, so sehr Creative Gaming stilmäßig und machen damit was anderes, als eigentlich gedacht war mit diesen Travel Boxen. Ja, die sind nur zum Reisen gedacht. Wir nehmen sie als Story-Element. Genau. Nina hat sich schon beschwert, dass sie nicht blau sind, die Telefonzellen. Ja, die Farbe ist leider nicht zu ändern. Die sind jetzt gelb, oder zumindest weiß ich es nicht. Genau, mein Test ist so ein bisschen, wer Minecraft kennt, es ist sehr ähnlich, es ist aber Open Source, es ist, dadurch hat man ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten, gerade im Bildungsbereich, darum ist es ein sehr beliebtes Tool, es ist kostenlos, theoretisch, wenn man einfach, jeder, der einen Server hat, kann es einfach sehr problemlos bei sich laufen lassen, oder halt lokal, also um mit anderen zu spielen, oder lokal bei sich kann man das auch immer spielen. Genau, das ist deswegen ist es auch sehr beliebt für, also nehmen wir das auch sehr gerne, also weil da die Zugänglichkeit einfach sehr niedrig ist. Aber es hat sich, du hast recht, bei Corona-Zeiten jetzt schon, gerade in Projekten mit Jugendlichen, als eine zumindest spielerische mögliche Plattform, wo man jenseits von Text und Webkonferenzen und so, ne,
in der Welt quasi was machen kann, was bauen kann, verschiedene Geschichten. Es gibt ja allein zum Mindtest hier auch ganz verschiedene Sachen, vom Labyrinth über Pixelart, ein Museum bauen, oder wir bauen in anderen Projekten ganz viel stadtteilbasierte Sachen. Dann kann man so eine Landkarte laden von 1 Kilometer Hannover nach dem Krieg oder so, wird dann aufgebaut von den Jugendlichen. Solche Projekte sind gerade jetzt natürlich, wenn man jetzt einen Server hat, super, ne? weil man sich dann trifft und es hat einen sozialen Aspekt und einen Bauaspekt und hier jetzt auch eine Story-Geschichte. Ja. Vor allem die Jugendlichen spielen eh viel und sie dann da abholen, wo sie sind, ist immer, glaube ich, das... Wollte ich gerade sagen, wenn man sagt, wir machen einen Workshop über Storytelling, weiß nicht, ob sich so viele anmelden, als wenn man sagt, wir machen das in einer Minecraft-ähnlichen Umgebung. Genau, das ist auch Partizipationsprojekte, Stadtteil umbauen und so, ne? Wie kann die Schule anders geplant werden, ist natürlich anders, wenn man es auf dem Zettel macht oder mit Mindtest. Gut. Wir sehen Ninas Bild. Wir wollten jetzt mal gucken, was ihr gemacht habt, oder? Nina steuert quasi. Ich bin zwar auch mit dabei, aber vom Übertragung, also auch der Chat sieht jetzt Ninas Bildschirm. Dann, Nina, würde ich dir vorschlagen, dass du mal diese Telefonzelle benutzt, und zwar mit rechter Maustaste. Ich möchte da und auch dann auf Story World. Also da siehst du zwei Stationen. Pixelmuseum ist das, wo wir später drauf sind. Und jetzt machen wir erstmal Story World. Das hier ist unsere Welt, in der wir die Geschichte erschaffen. Wie ihr da seht, haben wir uns einen Ort gesucht, wo wir sehr klassisch auch eine Grenze in dem, also die Welt ist zufallsgeneriert und wir haben uns eine Stelle gesucht, die so eine natürliche Grenze aufweist, also mit diesen riesen Türmen, wie das es gilt zu beschreiben. Das passt ja perfekt zum Thema der Play. Ja. Genau. Das hier sind praktisch unsere zwei Teams. Wir haben einmal ein linkes Team, was das sind unabhängige Geschichten, die bauen, und einmal also das die Einser und die Zweier im Storyzweig. Und genau, ich würde vorstellen, dass wir dann einfach mal durchgehen, oder? Dass Heiko jetzt erstmal vorstellt und jemand vielleicht aus dem Team der Einser, was die so gemacht haben. Genau, Gruppe 1, da gehen wir zunächst in dem Netz Story World zu der ersten Station, also der Ruf, wo sozusagen der Beginn der Geschichte ist. Opa braucht Hilfe. Ich glaube, Nina ist gerade noch mit der Technik beschäftigt. Vielleicht erklärst du einfach mal weiter. Also ich sehe hier, Opa braucht Hilfe, und daneben, hier geht es zum Eingang von Opas Haus. Genau, dann muss man mal, soll Nina mal in Opas Haus gehen und gucken, was da so steht. Ich gehe mal in Opas Haus rein. Also ich gehe schon mal vor. Nina, ist das Bild oder wer ist das Bild? Ja, genau, Ninas Bildschirm sehen wir ja. Das Bild, ja. Wo ist denn Nina? Hier ist Nina. Sie geht gerade ins Haus rein, ja. Okay, da kann sie sich mal umgucken. Da steht eigentlich alles, was sie wissen muss. Und da steht groß drüber deine Heldenaufgabe, und wenn sie auf das Plakat klickt, kann sie die Heldenaufgabe vorlesen. Oh, jetzt hat sie es weggemacht. Das ist schlecht. Das hat typisch super funktioniert. Nina. Erstmal klicken, erstmal alles zerstören. Ich kenne das. Ich mache das auch so, wenn ich mir irgendwelche Welt vorführe. Ich erzähle mal kurz die Heldenaufgabe, Nina, weil du es jetzt weggemacht hast und hängst gleich wieder hin. Also die Heldenaufgabe ist, Opa ist erkrankt an Corona, wie es jetzt eben viele betrifft, und du hast 10 Minuten Zeit, um einen Trank für Opa zu holen und zu finden. Und die Aufgabe ist jetzt, zur Telefonzelle zurückzugehen und dich zu entscheiden, ob du mit dem Nahverkehr fährst, das wäre 2a, oder ob du das Auto nimmst, das wäre 2b. Okay, dadurch, dass ich das jetzt... Sag mal, Nina, wo du hingehst, ich würde mitkommen und dich begleiten. Ich weiß gar nicht, können Sie mich jetzt hören tatsächlich? Nee, ne? Okay, Sie sehen nur. Manu muss übersetzen. Ich laufe jetzt mal zur Telefonzelle und mache mal da so ein... Oh, ich habe Angst, dass ich was kaputt mache plötzlich. 2a und 2b habe ich jetzt die Möglichkeiten praktisch... Nina ist auch gemutet. Ich weiß nicht, ob sie das weiß. Ja, aber das liegt auch daran, dass ich sonst... Koppelrücke, genau. Und also, das erste war Nahverkehr, das zweite war Auto. Ich nehme das Auto. Gut, dann gehe ich mal in den Nahverkehr. Ich nehm das Auto, und hier steht keine gute Idee. Steht hier groß Nahverkehr, und jetzt wollten wir ja eine große Eisenbahnstrecke und alles bauen, aber dafür war die Zeit einfach zu kurz. Deswegen sieht man nur ein paar Wegen in der Gegend liegen und eine Schiene, aber man kann das Schild mal durchlesen beim Nahverkehr. Man hier ich sehe jetzt gerade keine Schild gute kommt. Idee. Ach so, nee, das ist eigentlich auch das Schild daneben nicht stehen. Wir müssen nur das Du steckst große im Staub lesen. Fest. Geh zurück mit zu dem Nahverkehr schaffst du es schnell zur Apotheke. Sad. Entscheide an der Telefonzelle, ob du nach 3a oder 3b reisen willst.
Jetzt kannst du zur Apotheke. Es gibt natürlich zwei Richtungen im Nahverkehr. Man muss die richtige nehmen. Genau. Steht jetzt hier schon daneben, dass man 3A zur Apotheke nehmen kann. Schaffst du schnell zur Apotheke? Entscheide dich an der Telefonzelle, ob du 3A oder 3B. Und wenn man dann zu 3A fährt, dann muss dann. Ich weiß nicht genau, wer 3A gebaut hat. Das müsste jemand. Ja, das kann ich. Da müsstest du dann fortsetzen. Wir fahren das mal heißt, ich gehe jetzt zu 3A, um nicht wieder in einem Keller zu landen. Mhm. 3A, genau, hier ist die Apotheke. Bei der Apotheke. Und da steht eigentlich auch. Finde die richtige Medizin, die selbst Würmer erleuchtet und rette deinen Großvater. Kann man mal schauen, ob man die jetzt in der Apotheke findet. Die Würmer erleuchtet. Oh, gerade. Und das habt ihr jetzt alles selber gebaut, die Häuser mit der Bücherei drin und so, die ganzen Schilder. Mhm. Alles heute Morgen. Ja, alles jetzt in der letzten halben Stunde. Nicht schlecht. Also wenn es Jugendliche wären, dann hätten die auch schon längst unterirdische Gänge gleichzeitig. die sie uns gar nicht zeigen. Krasser Scheiß. Okay, genau, also jetzt in der Apotheke kann man jetzt ein bisschen suchen, da kann man die Tische zum Beispiel durchsuchen, da findet man dann auch durchsuchen, die da nicht wieder zerstören. Nee, ich versuche nichts kaputt zu machen. Die Taste, ja, nicht linksklick, sondern rechtsklick, Brown genau, Bottle. Genau, da wird man bunte Flaschen finden, aber irgendwie leider nicht das, was man sucht. Und das, was man sucht, findet man, wie so oft, hinter geheimen Türen. Ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer. Hinter den Bücherregalen gibt es auch eine Geheimtür. Wow. Das ist das Schild, Nina. Das ist das Schild, was du. Das ist das Schild, das habe ich mitgenommen, ne? Ja. Das macht es jetzt nicht leichter für mich. Hier gibt es geheime Türen. Die man geöffnet und da ist eine Truhe, die man dann durchsuchen kann. Truhe. Oh, nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. Nina, nicht kaputt machen. die ist locked. Ich kann da nicht ran. Die Kamerafrau macht alles kaputt. Genau, das ist das Truhe befindet sich dann eine kleine Flasche mit dem Glühwürmchen und das ist dann die Medizin. Okay. Ich kann tatsächlich nicht das daran, weil da steht Locked Chest. Wahrscheinlich brauche ich einen Key dafür. Genau, und wer sie ist, nimmt, kann man dann wieder zum Großvater wer zurückkehren. Wer ist Dijon? Da. Der muss den Schlüssel rausholen. Ich komme da nicht ran, leider. Das scheint noch ein Bug zu sein, aber das scheint normalerweise dann das Mittel zu sein. Das ist sozusagen der erfolgreiche Strang der Geschichte, ne? Okay, also wir sind jetzt praktisch nicht nochmal in so einen Keller reingelaufen, das ist auch ganz gut zu wissen. Ich komme da halt einfach nur nicht ran. Also Nina kommt nicht an die Kiste ran, genau. Ja. Also insofern ist es doch nicht das gute Ende, weil Nina kriegt es ja nicht. Es hätte das gute Ende sein können. Ich komme da halt einfach nur nicht ran. Nein, wir haben für 3B noch ein böses Szenario uns ausgedacht, aber das haben wir eh noch nicht umgesetzt, deswegen schweigen wir darüber. Ja. Ah, okay, das verstehe ich natürlich auch. Erzählt mal so ein bisschen, wie das für euch war, dieser Workshop. Was habt ihr herausgefunden, gelernt oder wie war das für euch? Sehr schön. Also das mit dem Discord. Okay, ich versuche das nochmal. Ich schalte mal eben zurück auf den Discord. Und vielleicht sind Sie auch gerade noch dabei. Nicht durch die Gegend fliege. Ja. Ich kann ja mal was sagen. Ich hatte gerade mit Heiko noch eine Idee, wie man, also was wir gerade noch überlegt haben, ist, wie man die Station gut verbinden kann. Also wir haben Hallo. Hallo. Wir haben jetzt. Ja. Also wir haben, glaube ich, das mit dem Storytelling ist hier, also das Bauen, das ist ja was Jugendliche auch viel schneller können. Also tatsächlich sind das ja Erwachsenenbauten, die sind langweilig und aber immerhin auch da schafft man in einer halben Stunde, auch wenn man nicht so geübt ist, das glaube ich ganz gut, was entsteht und man Ideen zumindest hat und dann kann man ja noch andere dazu holen oder länger mehr Zeit sich nehmen. Aber die Frage wäre jetzt noch, wenn man es richtig gut verbindet, müsste man noch so ein Tool einbauen, dass man an jeder Station wirklich was findet und nur wenn man mit diesem Item, was man dann gefunden hat, kommt man wirklich zur nächsten Station weiter oder kann dann in der nächsten Station die Aufgabe lösen. Da gibt es für Mindtest tatsächlich noch so ein Shop-System, mit dem haben wir das in einer anderen Welt auch realisiert, da haben wir aber nicht diese schönen Travel-Netboxen. Also, dass man tatsächlich einen Nahverkehrsschein findet, holen muss sich in einer Nahverkehrsstation und nur wenn man diesen Schein vorweist, dann kriegt man auch das ist sozusagen das Geld, um die Rezeptur zu kriegen. Und also da könnte man noch ein bisschen mehr, das ist wirklich so nicht nur, und jetzt ist ja doch noch viel Text-Adventure dran, dass es noch ein Stück mehr ein Adventure ist, wo man bestimmte Aufgaben lösen muss. Aber das ist in einer halben Stunde einfach für uns zumindest nicht zu bauen. Nee, aber die Idee ist hier entstanden. Insofern ist es cool, dass hier auch viele jetzt Multiplikatoren und die selbst Mindtest-Projekte machen, da sind. Ne, und wir dabei schon noch eine neue Idee gefunden haben, die dann sicher umgesetzt wird später. Wenn ihr Lust habt, können wir uns auch gerne noch den anderen Weg angucken.
Sehr gut. Also, den dunklen Weg, den ich vorhin schon aus Versehen einmal gegangen bin. nicht den ganz dunklen, sondern die anderen. Also ich würde jetzt einfach hier in der Travelbox einmal auf die 1 zurückkehren, also dass wir einfach mal zu einem anderen Team gehen. Die sind komplett, die haben nichts mit dem Opa zu tun. Ah, okay, also ich bin jetzt aus der Opa-Sache raus, weil gerade eben konnte ich einfach nur die Box nicht öffnen, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Es tut mir leid, dass ich euer Schild kaputt gemacht habe. Genau, wichtig, nur noch rechte Maustaste, bitte. Ja, ich habe den Zeigefinger schon fast... der wird nicht mehr benutzt jetzt. Ich glaube, hier muss eventuell jemand ein bisschen anleiten gleich, was entsprechend gedrückt wird. Wer von euch hat denn Lust aus dem Team? Hallo. Also erstmal würde man hier bei 0 starten. Das hat man jetzt gerade nicht, das haben wir noch nicht verbunden. Also man startet hier in dieser Telefonzelle. Also ich muss zur anderen Seite laufen. Okay, ich komme. Du kannst, nimm mal die Telefonzelle, die du hier hast. Hier vorne rufst du dann Nina. Die hier und drückst einfach auf 0. 0. Genau. Und dann startest du hier. Genau. Ah, wir sind in einem kleinen Zimmer. Du wachst in einem Tempel auf und du weißt nicht, wo du bist. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist die Frage, die wir uns jeden Tag, jeden Morgen, die ich mir heute Morgen auch gestellt habe, vor meinem ersten Tee und dem Franzbrötchen. Mhm. Okay, cool. Dann gehen wir mal weiter. Ah, das ist dieser Gang, in den ich gerade rein sneaken wollte. Hier lang, da folge ich. Das ist sehr nett. Und dann mache ich da wahrscheinlich die 1, ha? Huh? Eins müsste das hier selbst sein. Also ich glaub, okay, dann mache ich 2. Wir sind noch nicht so ausgeklügelt wie die anderen mit unserem System. Wir haben eher unsere Storyline an sich quer überworfen und einfach angefangen zu bauen. Ich glaube, der nächste Punkt, den wir haben, ist der Turm, oder? Es ist 2. Ist welche Nummer ist das denn? Ja, ist es 3B. Ich klicke jetzt auf 3B und wenn ich gleich hier irgendwo im Himmel lande, dann seid ihr schuld. Nee, okay, gut. 3B ist es nicht. Du machst den Button kaputt. So wie ich Nina kenne, geht der Button kaputt. Es ist halt aber also wahrscheinlich 3A. 2B. 3A, 2B. Ich mache jetzt 2B. 2B, 2B. 2B. Das ist 2B. Ach so. Okay. Kommt, wenn man aus der Höhle rausklettert, kommt man nämlich an einem Turm ran. Wow. Ach so, 2B. Ach genau. Die Beschriftung müssen wir unbedingt noch machen. Ja. Ihr habt ja auch noch Zeit, ich meine, es ist jetzt eine halbe Stunde oder was, richtig? Aber man kann dort schon auch die Buttons beschriften, oder? Mit Text und sagen. Ja, genau, könnte man auch. Ja. Aber damit würdest du von vornherein die Story sehen. Das verraten, ne? Es soll ja manches auch ergangen und gelöst werden, nicht alles verraten werden auf den Schildern. Habe ich euch eigentlich schon verraten, dass ich richtig schlecht im Springen bin? Das ist nicht gut, weil das wird noch relevanter vielleicht. Oh, großartig. Das wird richtig lustig für alle, die in Zukunft zu sehen. Ich sehe einen wunderschönen Turm. Habt ihr den schon? Genau. Habt ihr den jetzt in einer halben Stunde zusammengeklöppelt? Ja. Krasser Scheiß. Wow. Entschuldigung, solche Sachen sollte ich wahrscheinlich nicht sagen. Egal. Wird doch automatisch rausgefiltert, oder? Genau. Nee, wir hatten die Option auf unserer Reise. Ich kann Nina die Hand vor den Mund halten hier. Soll ich einfach mal unser Grundkonzept vorstellen, was wir haben? Ja, dass das irgendwie Sinn macht. Genau, man wacht ohne Erinnerung in einem Tempel auf und haut aus dem Tempel drauf ab. Letzten Endes ist das große Ziel, einen Voodoo-Doktor zu finden, der ein Medikament, einen Trank braut, damit man die Erinnerung wieder hat. Hm. Auf diesem Weg kommt man an diesem Turm jetzt hier vorbei, wo eine Person drin ist, die Hilfestellungen hat. In dem Fall war es bei uns beispielhaft, wir haben gesagt, das ist der Gefährte, der einen sich anschließt, wenn man ihn aus diesem Turm rettet. Man kann natürlich das auch einfach ignorieren und ohne den weiterziehen. Aber so ist jetzt dieser Turm entstanden, dass quasi hier der Gefährte gefunden werden kann. Ist das normal? Ich weiß noch nicht, ob das gefüllt ist. Ist das normal, dass man Treppen hochspringen muss? Ich spiele so. Ja, du musst ganz lange einfach Leertaste drücken, du läufst trotzdem ganz lange. Nice. Aber ich glaube, der Turm ist noch nicht befüllt, wir haben den eben gerade noch zusammengezimmert. Also. Damit ihr was zum Zeigen habt, damit ich runterfallen kann auch, wahrscheinlich. Auch, ne? Ja, genau. Ich verstehe das schon. Damit die Kamera kaputt geht, ne? Man kann, glaube ich, auch nichts kaputt machen, außer die Wände selbst. Und das Lagerfeuer am Ende. Das ist schon sehr heimelig. Ist doch großartig, dass so ein Spiel, so ein Baukastenspiel dann auf einmal zu einem Story-Spiel wird, oder? Wenn mehrere Menschen zusammenkommen und sich da was zu überlegen. Ja, also das Konzept ist halt super spannend, dadurch, dass es ja aus einer bekannten Mechanik noch viel mehr machen kann. Ich habe in letzter Zeit oft gesehen, wie Leute gesagt haben, hey, man muss gar nicht coden können, um Spiele zu Spiele zu erstellen und auch Stories zu erzählen. Früher habe ich das im RPG-Maker gemacht, als ich irgendwie klein und 13 war. Heute kann man offensichtlich einfach einen Mindtest dafür benutzen. Das ist schon mega. Also auch wenn der Turm noch nicht viel hat, außer am Ende ein Lagerfeuer, ist das schon ein guter Ansatz. Immerhin, genau. Ja, immerhin.
Die besten Geschichten entstehen am Lagerfeuer, wissen wir doch. Ja, ja klar. Plötzlich ist eine Telefonzelle aufgetaucht. Ja, nicht, dass ich fuschen möchte, aber ich dachte vielleicht... Wir haben hier unten noch eine, die nicht in der Höhle ist. Ich stehe gerade drauf unten. Die ist das 2A, habe ich eben gefunden. Gibt es eigentlich Fallschaden? Nein. Okay, gut, ist nur so eine Frage, die für mich auch interessant ist. Einfach K machen, dann landest du wieder unten. Genau. Ihr könnt also entweder euch da runterstürzen oder ihr könnt da die Telefonzelle benutzen. Habt ihr noch eine weitere Station geschafft? Also ich habe die Station nach dem Voodoo-Doktor, wenn der die nächste Aufgabe gibt, nämlich die Trankzutat für den Trank, die letzte zu suchen. Welche Nummer ist das? Das wäre 4C. 4C. Ach, da. Okay. Da ist auch ein Weg gebaut, tatsächlich. Ein Pflastersteinweg, den man lang gehen kann. Ich bin die Höhenangst kickt. Geil. Das ist problematisch, okay. Ich bewege mich. Workshop besuchen wir in VR, Nina. Das bitte nicht. Können wir das lassen? Manu? Oder willst du das alleine machen? Das ist auch in Ordnung. Die Trankzutat holen. Genau, das ist so eine Pflanze. Und die ist auf der Bergspitze zu finden. Das musst du nur diesen Berg erklimmen. Geil. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Ich wollte gerade sagen. Also Wege, es gibt Wege, die da hochführen. Die habe ich eben noch schnell Die hast gebaut. Du eben noch schnell... Oh, guck mal hier. Ich sehe, dass ich hier vielleicht leichter hochkomme als sonst. Ja, das ist schon gut und gedacht. Schon vorbei. Nee. Oh, Mist. Ja, warte. Genau. Ja. Es wird eine Klettertour, genau. Oh je. Ich hab extra mehrere Wege angelegt. Also, das hast du sehr gut gemacht, vor allen Dingen für so meinen Test-Noobs wie mich, die das seit diese Art von Spiel schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt haben. Okay, komme ich hier noch irgendwo? Nein. So sad. Und alle im Chat so, Nina, boah, ey. Was ist los mit dir? Okay. Entschuldigung, ich wollte nicht quietschen. Ich habe sie gefunden. Ja. Die kann ich jetzt aber kaputt machen und mitnehmen, ne? Ja, das ist der Plan. Okay, gut. Soll ich welche stehen lassen, damit andere Leute auch noch welche haben dürfen? Ja, ich sehe es doch genau. Ich wollte sie gerade alle abräumen. War das jetzt der Heiltrank für den Opa? Nee, das ist jetzt eine andere Story, Manu. Achso, Entschuldigung. Wir müssen jetzt zu einem Voodoo-Doktor. Genau, die Station kommt ja davor und danach. Haben wir nur noch nicht gebaut, kamen wir noch nicht dazu. Hat hier jemand schon angefangen, soweit ich weiß? Aber das ist ein Crossover, oder? Aus diesem macht man jetzt einen Heiltrank für den Opa. Und so finden beide Geschichten wieder im... Könnte man machen, genau. Aber eigentlich gibt es dann einen Plot-Twist. Ist sehr ähnlich jetzt gerade. Wir haben vollkommen unabhängig gearbeitet in zwei Untergruppen. Also die einen haben nicht mitbekommen, was die anderen machen, aber beide haben diese Heiltrank-Idee gehabt. Sehr schön. Ich kann Sachen kaputt machen. Das wussten wir schon, Nina. Ja. Eine halbe Stunde. Du könntest ein Opa-Schild jetzt hier oben aufstellen. Dann könnte ich das Opa-Schild hier aufstellen. Fallen eigentlich alle Sachen aus mir wieder raus, wenn ich hier wieder weggehe? Nee, ne? Nein, die bleiben schön im Winter. Die musst du wieder abgeben, natürlich. Die muss ich wieder abgeben. Ich versuche mal, das Opa-Schild hier irgendwie anzubringen. Tada! Wie viele Opa-Schilde habe ich? Das ist unbegrenzt. Das ist großartig. Nur sind die alle leer. Natürlich versuche ich nicht aktiv, eure Arbeit schwieriger zu machen. Niemals. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Ich finde das sehr cool. Wie geht es denn weiter? Macht ihr da jetzt noch weiter oder was sind eure Pläne? Der Weg ist dann erstmal wieder vom Berg runter zu klettern und dann wieder zum Voodoo-Doktor zu kommen, um da, dass der den Trank herstellt. Man kann auch sagen, okay, ich scheiß drauf auf den Trank und versuche einfach die Welt so zu erkunden, dann hat man halt keine Storyline mehr und man ist verblödet ohne Gedächtnis unterwegs. Aber ja, ansonsten läuft man halt zum Voodoo-Doktor und guckt, dass der Trank einem hilft. Wenn man vielleicht eine falsche Zutat holt, kann das natürlich sein, dass der Trank andere Auswirkungen hat. Das sind so, glaube ich, die ersten Gedanken, die wir hatten und das war's. Cool. Und am Ende ist vielleicht der Tempel vertrauter, weil man weiß, was vorher Sache ist. Sehr schön. Geht denn der Workshop jetzt noch weiter? Ist der jetzt vorbei oder was macht ihr jetzt noch? Wir haben noch eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde haben wir noch und wir überlegen gleich, was wir noch machen, ob wir Stationen bauen oder zusammen was machen. Gut. Also wenn ihr das noch weiter verfolgen wird, auf dem zweiten Kanal könnt ihr da live mit zugucken mit dem Workshop und
dann wünsche ich euch noch sehr viel Spaß. Ja, das sieht sehr cool aus. Ich bin sehr gespannt, was da noch erwächst. Super. Wunderbar. Ciao, ciao. Nina macht noch ein paar Schilder. Ich mache noch ein paar Schilder. Ich hab gerade eben eine kleine unauffällige Anweisung der Regie bekommen und ich dachte, ich streue jetzt so ein bisschen Werbung. Hier. auch für den Stream schön zu sehen. Es gibt noch viele andere Mindtest-Workshops. Werbung. Ja, diverse. Also, ja, wer auch noch Bock hat, das auszuprobieren. Am Samstag habe ich auch gehört, sind noch ein paar Plätzchen frei. Genau, es werden Labyrinthe gebaut, Pixelmuseum und Achterbahn. Sehr cool. Gut, dann werde ich jetzt mal wieder zurück ins Studio gehen und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß. Vielen lieben Dank, dass ihr uns kurz rumgeführt habt und dass ihr mich ausgehalten habt, mich kleinen Troll. Das war sehr wunderbar. Danke für euren Besuch. Danke, danke. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Okay, super. Wo sammeln wir uns jetzt? Oh, jetzt höre ich immer noch ein paar Discord-Dinge. Die Frage ist, ihr... Und setze trotzdem mal das Headset schon mal ab. Eieiei. Dinge kaputt machen kann ich offensichtlich. Also ihr habt es gehört, ihr könnt noch mitmachen an dem nächsten Workshop und an den anderen Workshops. Geht dazu auf die playfestival.de Seite. Und dann könnt ihr euch dort noch für Workshops registrieren und anmelden. Mein Test ist wie gesagt kostenlos, könnt ihr euch einfach runterladen und dann daran teilnehmen. Sah sehr spaßig aus auf jeden Fall. Das war sehr spaßig und ich möchte euch bitten, ich habe so einen kleinen Freifahrtschein, weil ich hier in der Moderation sitze, wenn ihr an diesen Servern teilnehmt, bitte seid respektvoll vor der Arbeit, die dort gemacht wird und die natürlich auch viel Spaß bringt. Das heißt, wenn ihr mitmachen möchtet, dann denkt an den Code of Conduct, seid liebevoll zueinander und helft den Menschen, ihre Ideen weiter zu bauen, weil das war ziemlich cool. Also ihr solltet nicht das machen, was ich gemacht habe. Ich bin mit schlechtem Beispiel vorangegangen. Seid positiv auf diesen Servern. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, die wir dazu sagen können. Ja. Wunderbar. Gut, wie geht's hier weiter? Das war die erste Workshop-Live-Schalte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf die nächste. Wir gehen heute Nachmittag um 14:30 nochmal in einen Workshop rein. Ähnlich wie jetzt auch in Mindtest. Und was gibt es dazwischen? Wir sehen uns gleich um 12.30 Uhr wieder zur Lunchtime nach einem Artist-Talk, der jetzt gleich mit Christian Schiffer stattfindet. Jetzt Punkt 12 geht der los und Christian Schiffer hat einen wunderbaren Gast zu Gast, nämlich Rebecca Lautner, habe ich ja vorhin schon erzählt. Die arbeitet beim schwedischen Indie-Studio Landfall und die beiden werden sich jetzt gleich über ihre Arbeit unterhalten. Das könnt ihr hier bei uns auf dem Kanal sehen oder natürlich auch im entsprechenden Channel. Viel Spaß damit. Ganz genau. Und da können wir euch sagen, dass das gut wird. Bleibt dran und bis nachher. Bis gleich.